Willkommen zum nächsten Part von Sekiro Shadows Die 2. Ich hab noch nicht trainiert, ich bin am Suchten. Ich bin übelst die nächste Aufnahmesession schon am machen. Boah, Alter, Leute, ich weiß nicht. Ich hab echt mal wieder richtig die Lust hier gerade gefunden, wieder so ein Spiel zu zocken, was ich übelst suchte. Kann. Eigentlich mal wieder. Tut mal wieder richtig gut. So, aber wir wollen jetzt wieder fortschreiten und untersuchen jetzt diese komische Glocke hier. Affen. Eines der Paneele ist leer. Glocke der Hall der Illusion. Eine fünfstachelige Glocke aus veralteter Bronze, mehrfach anwendbar. Wenn Sie an Klingen kehren, Affen und Wölfe in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Eine im Wandschirm gefangene Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen. Oh, müssen uns auf die Affenjagd hier machen. Aber die beachten wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier zu den Herren, ja? Und noch jemand, der sich in den Hallen der Illusion verirrt hat? Ich denke, ihr seid auf einer Mission und wollt diesen Ort verlassen. Ja. Dann müsst ihr die Affen besiegen, die auf den Tafeln beim Eingang der Halle abgebildet sind. Ist das geschehen, wird die Stimme des göttlichen Kindes zu euch sprechen. Der Affe im violetten Kimono ist der sehende Affe. Er hat ausgezeichnete Augen, sieht auf große Distanz und ist sehr wachsam. Wenn er euch erblickt, rennt er sofort weg. Er ist sehr scheu. Der Affe im orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein Riesengezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen Affen wegrennen. Vielleicht spielt er aber auch nur gerne mit Menschen. Der Affe im grünen Kimono ist der hörende Affe. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, hört über große Distanz und ist sehr wachsam. Er rennt grundsätzlich weg, wenn er euch näher kommen hört, was es schwer macht, an ihn heranzukommen. Er ist sehr scheu. Ich möchte die Hallen der Illusion nicht verlassen. In der Regel ist es hier sehr ruhig. Also ist sie auf ihre Art dem Nirvana nah. Zumindest empfinde ich es so. Ach ja, übrigens, es gab schon mal jemanden wie euch, der auf einer Mission war. Ich glaube, er hat die Affen eine Weile verfolgt, aber letztendlich kehrte hier wieder Ruhe ein. Ich bete, dass es euch glückt. Okay.
Aber vorher, bevor ich die Jagd beginne. Es gibt nämlich noch einen Affen hier, übrigens noch wohlgemerkt. Ich muss mir gerade nur überlegen. Mal eben. Das ist der Grüne. Jetzt mal schaue ich mit dem Roten. Oder sprich den Orangen, habe ich mir jetzt erstmal geholt. Damit erstmal hier die Ruhe hier einkehrt. So, jetzt gucken wir mal mit aller Ruhe. Oh, den Grünen. Ich wollte mich immer noch erstmal vorher hier umschauen. Eine große Flamme im Wind. Wenn sie erlischt, wird der Ort dunkel wie die Nacht. Da. Jetzt ganz ruhig bewegen. Kommt aber nicht durch, da ist er. Hab dich! Da muss ich kurz mal was schauen. Jetzt macht mich gerade neugierig. Ich Affen. Da kann man auch sehen, wie ich bekommen habe. Einer fehlt mir. Denn man sieht hier. Doch, ich habe die drei gekriegt. Seht ihr das, was ich gerade sehe? Thank you.
Da! Schließ deine Augen. Gehen wir zum innersten Heiligtum. Erinnerung, Wandschirmaffen. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Wandschirmaffen beschützen die Hallen der Illusion, waren Freunde des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Puppenspieler Ninjutsu. Eine Ninjutsu-Technik, die das Opfer wie eine Marionette manipuliert, verbraucht Geistermittel, wird nach einem Hinterrücksholschlag ausgeführt. Diese Technik zwingt vorübergehend jemanden, der aus diesem Reich hätte fliehen sollen, zu bleiben. Eine Marionette wird sich nach dem Willen ihres Meisters bewegen, doch letztendlich werden ihre Fäden reißen. Oh, 3000, wie kriege ich das noch? Wee. Ich habe das Bildhaus gefunden. So, Rasten, wer rostet? Wirklich nicht. Ja, brauchen wir nichts. Von dir sieht voll aus wie Kuro selber irgendwie. Was suchst du an diesem Ort? Ich suche die sterbliche Klinge. Kennst du die Geschichte von der Klinge, die nicht gezogen werden kann? Ja. Sie heißt so, weil jeder, der sie gezogen hat, mit dem Leben bezahlen musste. Und dennoch willst du es versuchen? Ja. In Ordnung. Verstehe. Nun gut. Wenn du bereit bist, wirf einen Blick auf die Klinge. Ich frage mich, wieso? Fürchten Sie den Tod nicht? Wie hast du dein Auge? Verstehe, du trägst den Fluch des Vermächtnisses des Drachen. Die sterbliche Klinge. Vorbehaltlos. Empfange ich die Macht. Sterbliche Klinge. Ein Odachi, das Unsterbliche töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jedem das Leben, der sie zieht. Es wurde lange im Senpo-Tempel versteckt und nur jemand mit der Macht der Auferstehung kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihr wahrer Name ist eingraviert. Gütiges Geschenk der Tränen. Du dienst also dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die Fesseln,
Verstehe. Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab? Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder, also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Reis. Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Er stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her. Selbst bei einem nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenblutes zu einer reichen Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Ist das Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst und spendet Kraft. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Ja, ich habe jetzt 3 Schwerter, 3 Klingen, ey. Ich bin Zoro aus One Piece. Es tut mir leid. Der Reis ist noch nicht bereit für die Ernte. Du bekommst mehr, wenn die Ernte abgeschlossen. Leb wohl, Shinobi des göttlichen Erben. Mögen die Ernten reichhaltig sein, wo immer dein Weg dich hinführt. Kann man denn hier... Also, kann man sagen, die ganzen Plätze, wo haben die hier wohl gelebt, die Kinder? Keine Illusion, kann er jetzt auch wieder zurückkehren, gut. Aber voll nice, ey, warte mal, jetzt kann ich hier so... Mischmaschkämpf machen hier. Ach, das war jetzt falsch. Der Kampf mit den 3 Klingen hier. Ah, verdammt. Falsche Taste gedrückt. Schön, 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 schön. So. Dann reisen wir zur Ashinaburg. Großzimmer. Hat sich jetzt meine Tageszeit verändert? Ne, ne? Ne, ist immer noch hell. Der immer blühende Baum aus Takeru-samas Heimat. Jemand hat einen Zweig abgeschnitten. Ohne seine Blumen konnte der immer blühende Baum nicht überleben. So war der ganze Baum verloren. Oh. Alles klar. Werter Wolf, es scheißt. Bitte sorgt. Ja, ja, ja. Mit Wohl. So. Ist er denn? Da ist er. Ich habe Emma-sama nach dem Sakura-Baum gefragt. Ach ja? Was hat sie gesagt? Diese Sakura-Blüte ist als immer blühender Baum bekannt. Takeru-sama hat sie aus dem Reich der Götter mitgebracht. Aber er ist verblüht und es gibt ihn nicht mehr. Ich verstehe. Aber... Man sagt, jemand habe einen Zweig des immerblühenden Baumes abgebrochen und mitgenommen. Hm. Wer würde so etwas tun? Was verloren ist,
ist verloren. Einen gestohlenen Zweig finden? Wir haben ja keinerlei Spur. Sammeln wir zuerst alles für den Duft. Wie ihr wünscht. Naja, Duft, 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 Duft. Und mal kurz hier zu den Ishin, blablabla hier. Und sagen ihm mal vor der Stolz, ey du, guck mal, ich hab die Kriege. Sekiro, ist das die sterbliche Klinge? Und kann sie gezogen werden? Laut dem göttlichen Kind des innersten Heiligtums findet jeder den Tod, der die sterbliche Klinge zieht. Das bedeutet also, dass nur jemand wie du sie führen kann, ja? Als ich die sterbliche Klinge zog und ihre blutrote Schneide sah, starb auch ich einmal. Verstehe. Die blutrote Schneide. Hör zu, Sekiro. Mit der sterblichen Klinge kannst du jetzt die Untoten töten. Diese Klinge ist wahrlich furchteinflößend. Findest du nicht? Was wollt ihr damit sagen? Das Schwert gehört jetzt dir. Wen oder was wirst du töten? Sei dir deiner Antwort sicher, bevor du die Klinge ziehst. Robert? Frage-Antwort-Spiel. Ja, jetzt ist das cool. Jetzt kann ich auch mich mit Untoten anlegen. Wow. Ja, war jetzt ein doofes Lachen, aber kann man wirklich so sagen. Also jetzt kann ich alles Lebendige. Also kann man wirklich so den typischen Reaper-Spruch aus der Overwatch sagen. Wenn es lebt, kann ich es töten. Das nehmen wir jetzt auch mal direkt testen. Und zwar im Hauptsaal. Weil da sind ja nämlich die ganzen untoten Mistviecher. Und wenn man jetzt mal hier das Versuchskaninchen weg mal nutzen. Ich muss jetzt den finalen Schlag anwenden, habe ich das Gefühl. Boah, ich mache auch nur Scheiße gerade. Ich bin jetzt gerade so fasziniert, gerade von der doofen Klinge gerade ein bisschen, dass ich das so leicht vergesse. Muss mal rasten. Jetzt soll ich auch wieder meine Dinger wieder aufgefüllt. Was meine nächste Frage? Bleiben die auch endgültig hinweg hier oder tauchen die wieder aus? Spawnen die wieder zurück? Ja, die bleiben. Schade. Schade, ich hab gedacht, man könnte vermutlich jetzt so vielleicht den ganzen Tempel säubern.
gut, für mich schon mal ein guter Ort zum späteren Leveling. So, warte mal. Die eine Tusse wollte doch Reis haben, ne? Wo war die nochmal? Tempel wieder hier oder was? Inneres Heiligtum. Ich muss gerade überlegen. Wo war nochmal? Wo saß die nochmal, die alte? Tempelgelände war das, ne? Tempelgelände war näher. Meine ich jetzt. Nee, war nicht Tempelgelände. Quatsch. Das war ein bisschen mehr zurück. War ein bisschen weiter zurück. Shugendo. Und da muss ich eventuell ein bisschen zurück. Ein Stückchen nur, weil da sitzt die ja oben drauf. Kampfmusik hier, die mag ich. Irgendwie hat was. Ja, das hat sie natürlich nicht. Scheiße. Jetzt nennt man wieder blind dahin rennen. Nicht achten, wo genau. Da steht die. Boah, was das Spiel so lang wieder. Komme ich jetzt wieder nicht zurück dahin, oder wie habe ich das jetzt hier? Eine ist wie andere. Sie ist da. Die frische Frucht ist da drüben. Über das Kliff. Dort werdet ihr sie finden. Frische Frucht. Etwas Reis. Reis, habe ich gesagt. Wenn euch es bringt mir einfach rein. Hier ist etwas Reis. Oh. Oh. Es gibt keinen Zweifel. Das ist der Reis des göttlichen Kindes. Dem Himmel sei Dank. Dem Himmel sei Dank. Sagt mir, was seht ihr? Eine frische Frucht wollt, lasst einen Drachen steigen. Dreht die Puppe auf, lasst einen Drachen steigen. Köstlich. Wenn ihr eine frische Frucht wollt, solltet ihr einen Drachen steigen lassen. Dreht die Puppe auf, lasst den Drachen steigen. Die Puppe aufdrehen? Ich weiß nicht genau, was sie damit meint. Ich aber zum Teil schon ein bisschen. Ich habe so einen Verdacht, was genau sie meint. Ich kann mir jetzt ganz genau denken, was sie meint. Die Fresse. Ach mein Gott, Sekiro.
Ich kann mir dem nicht denken, was sie meint. Wählt die Puppe auf. Ein bisschen beeilen. Steig hoch. Ich soll die ganzen Gegner ignorieren. Aber ich glaube, der Drachen ist eine Art Haken. Punkt. Das ist mir gerade der Schulter. Bevor er stirbt. Ha! Das dachte ich mir. Knallsamen. Das war nämlich der ausschlaggebende Punkt. Nächste Frage, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Hahaha. Frage ist, muss ich da runter jetzt? Das sieht mir aber so aus. Schutz. Tatsächlich. Tatsächlich. Durchgang zum versunkenen Tal. Oh, cool. Mach ich jetzt auch auf Assassin's Creed hier machen oder was? LOL. Ja, warte ich damit noch. Kann ich hier wieder hoch? Bitte, danke. Ah, hier Wandsprung. Aha.
Oder auch nicht. Mein Gott, ne, was ist denn das hier? Geht das noch nicht hier? Hä? Keine Ahnung. Jetzt erstmal zurück wieder. Reisen wir jetzt erstmal wieder. Erstmal zu Ashima Burg. Oh, wird doch wieder Zeit, dafür wieder einen Schnitt machen. Und dann würde ich sagen, nächsten Part machen wir uns dann auf Suche nach diesem alles Mögliche, was wir jetzt auch suchen mögen. Außerdem, wir sehen uns dann beim nächsten Part dann. Bye, bye.